Zu dieser Abendstunde sind überall in London Forsythes damit beschäftigt, sich zum Dinner umzuziehen. Die meisten übertreiben vielleicht etwas mit ihrer Garderobe. Ob es nun für eine Party zu Hause ist oder zu einer Einladung bei Verwandten oder Freunden, die alle einen reich gedeckten Tisch zu bieten haben. Wer ahnt schon, dass sich hinter diesen glatten, so respektablen Fassaden so manches Drama anbahnt und seinen verhängnisvollen Lauf nehmen wird? Wie kommst du an den Brief? Er muss aus deinem Jackett gefallen sein. Ist das wahr? Ja, natürlich ist das wahr. Wer schickt so solche Briefe aus Vergnügen? 500 Pfund! Du schuldest diesen Leuten demnach 500 Verdammt, Pfund! Freddy, die haben mir schon 300 abgeknöpft. Was ja, aber das ist schon Monate her. Und jetzt klagen sie den Rest bei dir ein. Oh, Monty, wie konntest was du das soll nur das Gerede? Tun? Ich hatte das Geld beiseite gelegt und dann war es weg. Es kam was anderes dazwischen. Hey, was soll das? Ich will sie abnehmen. Was sonst? Ich schaffe es nur nicht allein. Hilf mir! Warum soll ich das? Weil sie mir nicht gehören, darum tue ich es. Denkst du etwa, ich würde Perlen tragen, die nicht mein Eigentum sind? Du bist vielleicht ein Verbrecher, aber jetzt ich gehst nicht. Du aber zu weit. Hältst du es etwa nicht für ein Verbrechen, was? Wenn man Dinge kauft, ohne dafür zu aber bezahlen? Aber wenn man zum Schluss doch bezahlt, wenn man dazu gezwungen wird, manche zahlen ihren Schneider erst nach 20 Jahren. Diese Sache ist aber anders. Und wenn du das nicht einsiehst, wir werden sie zurückschicken müssen, was anderes bleibt uns nicht übrig. Oh, Monty. Aber nicht doch. Komm, Freddy, sei ruhig. So schlimm ist das doch gar nicht. Es ist schrecklich. Ja, aber ich... Monty, wenn sie sie nicht zurücknehmen und dich trotzdem verklagen. Aber das tun sie garantiert nicht. Wir dürfen die Perlen auf keinen Fall weggeben. Ich meine, denk doch mal nach, was die Familie darüber sagen würde. Die finden es bestimmt heraus. Oh, nein. Oh, ja. Aber... Kannst du das Geld wirklich nicht flüssig machen? Ich könnte schon, wenn dein Vater nicht wäre. Der ist überhaupt schuld daran. Papa, wieso? Natürlich. Er hat doch verlangt, dass ich mein Kapital mit deinem festlege. Aber Monty, Papa sagt doch dauernd, dass kein Mensch von seinem Kapital lebt. Ja, der kann sich's auch leisten. Was machen wir denn nur? Ich kann's dir sagen. Dein Papa wird diese kleine Rechnung begleichen. Niemals. Er kriegt einen Tobsuchtsanfall. Ich denke nicht. Man muss ihm das Geschäft nur schmackhaft machen. Perlen haben noch nie ihren Wert verloren. Sieh mal, in 6 Jahren wird diese Kette über 1000 wert sein. Und jetzt, wo ein kleiner Enkel unterwegs ist, wird es ihm Spaß machen, großzügig zu sein. Denkst du, dass er wirklich die... Verlass dich auf Monty. Also, du bringst es deiner Mutter bei, doch erst nachdem du ihr von dem Enkel erzählt hast. Sie wird ihn schon zur Vernunft bringen. Irgendwie erscheint es mir nicht richtig. Dummes Zeug. So, jetzt trockne deine Augen, mein Herzchen. Ja, aber und mach Mann, nicht so ein verzweifeltes Gesicht. Ja, aber Darling, wir wollen was... doch keinen beunruhigen, nicht wahr? Und schon gar nicht heute, an diesem wichtigen Abend. Die Geburt eines Kindes ist in unserer Familie gewöhnlich ein Freudenfest. Ganz besonders, wenn es sich um einen Knaben handelt. Ein neuer männlicher Forsythe ist schließlich ein Aktivposten, ein Stück Besitz, mit dem man Start machen kann. In unserem Fall, nun, wir freuten uns und dabei wurde es belassen. Noch ein Gläschen, Doktor? Nein, danke. Ich muss fort. Ich habe noch eine Wöchnerin zu besuchen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute noch mal gekommen sind. Ach, das ist doch selbstverständlich, dass ich nach meinen Patienten sehe. Sie hat es gut überstanden, nicht? Ja, ausgezeichnet. Sie ist zwar zart, aber organisch alles in Ordnung. Sie haben einen Prachtsohn. Dank Ihrer Hilfe. Ein bisschen haben Sie ja auch dazu getan, nicht? Von Ihnen? Ja, ich musste mich beschäftigen. Gestern war ja ein langer Tag. Ja, das ist gut. Wissen Sie, das gefällt mir. Danke. Verkaufen Sie gut? Oh, es fängt so langsam an. Bis jetzt war es nicht viel. Dann wollen wir mal sagen, 2 Guinness? Aber Doktor, das ist Ihr Honorar. Ich hätte lieber das Bild. Das ist sehr freundlich, aber es ist nicht fertig. Ich muss noch... Ach, machen Sie es in Ruhe fertig. Ich nehme es bei meinem nächsten Besuch mit. Wissen Sie, ich dachte immer, dass ich auch malen könnte. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nie Zeit dazu gefunden. Lebt die Mutter Ihrer Frau noch? Nein, leider nicht mehr. Na, hat sie sonst Verwandte? Nein, auch nicht. Es gibt eine ordentliche Frau, eine Mrs. Hawkins. Ich schicke sie morgen früh sofort her. Ja, aber ich kann... Ach, keine Angst. 6 Pence die Stunde und so viel Tee, wie sie trinken kann. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, Doktor. Keine Ursache, keine Ursache. Dankeschön. Hier liegt ein Brief für Sie. Oh, mit der letzten Post gekommen.
Also dann auf Wiedersehen und passen Sie gut auf Ihre kleine Frau auf. Sie ist ein tapferes Persönchen. Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Und, Weck ihn bitte nicht auf. Ist der Doktor fort? Ja. Er sagt, du bist ein tapferes Persönchen. Aber müsstest du nicht auch ein bisschen schlafen? Komm, Helene. Ach, ich mag dich noch lange nicht. Oh, Joe, es ist wundervoll. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlau er beim Trinken gewesen ist. Er weiß schon ganz genau Bescheid. Viel mehr als ich. Er trinkt alles, was er braucht, dann macht er 4 Bäuerchen und sofort ist er eingeschlafen. Ich glaube, dass er ein überaus erfahrenes Baby ist. Da kann man wirklich Angst bekommen. Ja, er sieht ja auch alt genug aus, um alles zu wissen. Unsinn. Er ist ein sehr hübsches Baby. Und so vergnügt ist er und so lustig. Du kannst ihm richtig anmerken, wie er sich über sein Leben freut. Er ist ausgesprochen erwachsen und vernünftig. Und wie wollen wir ihn nennen? Naja, das ist ja eigentlich ganz klar. Er ist der 5. Jolien. Ja, natürlich. Du möchtest ihn also auch Jolien nennen. Nein, Jolly. Ah, die Abkürzung dafür. Ja, das gefällt mir. Jolly. Hoffentlich gefällt es ihm auch, wenn er nachher erwachsen ist. Was ist denn daran auszusetzen? Es gibt verrücktere Namen. Ja, besonders in England. Na, und bei euch Ferdinand, August und Sigismund zum Beispiel. Na schön, du sollst recht haben. Aber was ist bei euch mit Soames? Ist das ein Name? Und Thwissin? Für mich klingt Jolien auch sehr merkwürdig. Gut, ich gebe ja schon auf. Elaine, I wrote to my father. You did? I'm glad, then that's over. What are the news? Some good, some bad. Which will you have first? The good. Well, you know that drawing I did yesterday? Well, Dr. Jew has bought it, so that's our account settled. Oh, he's a kind man. But he's got a bargain. Oh, he doesn't think so. Bread upon the waters. Well, as you say, he's a kind man. Next. Mrs. Hawkins is coming to look after you daily. Sure, can we afford this? She lives on 6 pence an hour and all the tea she can drink. We can. That's all the good, I'm afraid. And the bad? I've had a letter from my wife's lawyer, Mr. Soames Forsyte, in answer to mine. Yes. In no circumstances will Mrs. Jolien Forsyte ever sue for a divorce. So. Oh, my darling. I did so want you to be my wife. I am your wife. Oh, yes, Joe. Now I really am your wife. This is dated a month ago. Also der letzte von 3 Briefen, die du von ihm bekommen hast. Ja. Und in jedem bittet er dich um die Scheidung. Hast du sie beantwortet? Die beiden ersten nicht. Warum nicht? Wäre das nicht eine Frage der Höflichkeit? Vielleicht. Aber ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Ich wollte mich nicht festlegen. Und dann ist dieser hier gekommen. Ich habe Soames konsultiert und er hat in meinem Namen vor 2 Tagen geantwortet. Damit ist die Tür endgültig geschlossen. Ja. Was war der Grund zu diesem Entschluss? Je mehr ich mich mit dieser Person beschäftigt habe, umso mehr wurde ich davon überzeugt, dass sie die falsche Frau für Joe ist. Nimm mal an, ich gebe ihn frei und diese neue Ehe hält nicht lange. Wovon ich überzeugt bin. Sie kann nicht halten. Was kommt dann? Eine neue Scheidung, ein neuer Skandal? Nein, ich glaube, es wäre besser, wenn die Affäre auf natürliche Weise einschläft. Erwartest du von ihm, dass er wieder zu dir zurückkommt? Wünschst du dir das wirklich? Ich weiß nicht. Nach einem gewissen Abstand? Eine sehr zweifelhafte Möglichkeit. Auch ich habe einen Brief bekommen. Sie haben einen Sohn.
Oh. Unehelich geboren. Das musste ja so kommen bei einem derartigen Verhältnis. Und wenn noch mehr Kinder kommen? Damit müssen sie eben fertig werden. Sie sind doch auch Menschen. Ja, Menschen und keine Tiere. Und darum müssten sie wissen, was sie tun, Vater. Aber wenn sie es vorziehen, sich wie Tiere zu benehmen, dann distanzieren sie sich damit von der Gesellschaft und müssen daraus die Konsequenzen ziehen. Du bist sehr hart. Nur realistisch. Nun, ich kann es dir nicht verübeln. Es ist schrecklich, wohin die Leidenschaft einen Mann führen kann. Auf jeden Fall, Francis, ob recht oder unrecht, du hast meine Unterstützung. Ich danke dir. Aber was ist mit dir? Du bist eine junge Frau. Du findest bestimmt noch einen anderen. Möchtest du nicht wieder heiraten? Oh nein, niemals. Einmal war genug für mich. Ich mag nicht mehr. Diese peinliche Affäre hat mich zu sehr angewidert. Ich will zurück nach Leicestershire mit June zusammen. Du willst dort wirklich leben? Ja. Fern von London und seiner Klatscherei. In der frischen Luft und in der Ruhe auf dem Lande. Aber June... Es wird sehr gut für sie sein. Kinder sollten nicht in der Stadt aufwachsen. Sie sind dort moralisch gefährdet. Ich werde sie vermissen. Selbstverständlich werden wir dich hin und wieder besuchen. Aber ich bin sicher, es ist das Beste so. Ja, wenn du meinst, ist ja schließlich dein Kind. Möchtest du, dass ich einen Wagen holen lasse? Nein, danke. Ich möchte zu Fuß gehen. Du wirst doch die kleine June noch mal zu mir bringen, bevor ihr London verlasst. Aber natürlich. Also, auf Wiedersehen, Papa. Und vielen Dank für all deine Hilfe. Auf Wiedersehen, Francis. Und sei mir nicht böse. Vielleicht wendet sich doch noch alles zum Guten. So, but I swear I didn't. But she's dead. And I must be to blame. I must be. It's my fault. No, my oh, darling, yes, it no. is. If it weren't for me, it wouldn't have happened. But I promise you, Joe. I swear to you, I didn't want her please, to die. Then, please. Oh, Joe, Joe, please, Joe, darling, Joe, please. Joe. Es ist also geschehen, Jolien. Sie haben nun geheiratet und es gibt nichts mehr zu sagen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wirst du dich mit Joe treffen? Nein, ich denke nicht. Ich kann mich nicht dazu aufraffen. Es würde bedeuten, dass ich ihm das, was geschehen ist, verzeihen würde. Und das kann ich nicht. Das sehe ich ein. Das kannst du natürlich nicht. Auf jeden Fall hat sich Joe nicht gezeigt. Dickköpfig ist er. Ich habe ihm geschrieben, als ich von der Ehe hörte. Und ihm einen Scheck über 500 geschickt. Das war großzügig. Ach was, ich dachte, Sie könnten es gebrauchen. Es ist sicher nicht leicht, für die beiden zurechtzukommen. Doch er hatte mir zurückgeschickt, mit ein paar Zeilen. Hier, ich kann es dir vorlesen. Lieber Vater, dein großzügiges Geschenk war ein Zeichen dafür, dass du schlimmer von mir hättest denken können. Ich schicke es dir zurück, aber solltest du gewillt sein, die Summe für unseren kleinen Sohn anzulegen? Wir nennen ihn Jolly,
der unseren Vornamen trägt und nun auch unseren Familiennamen, wäre ich sehr glücklich. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass deine Gesundheit so gut ist wie immer. Dein dich liebender Sohn Joe. Ich muss sagen, das sind sehr herzliche Zeilen. Ja, er war immer ein liebenswürdiger Bursche. Tja, und was wird nun mit June? Ja, ich bin also nach Leicestershire zur Beerdigung gefahren. Joe war nicht da. Nun, das wäre nicht sehr passend gewesen. Nein, aber ein Mitglied der Familie musste anwesend sein. Völlig richtig. Ich könnte mich da nicht wohlfühlen. Das ist ja ein riesiger Besitz. Ich habe dann mit den Eltern gesprochen und es wurde abgemacht, dass June wieder zu mir kommt. Zu dir? Warum denn nicht? Sie haben Dutzende von Enkeln und ich nicht. Ich weiß. Du glaubst, ich sei zu alt, um ein Kind aufzuziehen, aber das bin ich noch lange nicht. Ich glaube auch, dass sie mich gern hat. Zum Donnerwetter, Anne, sie wird mein Geld erben. Aber wie wird Joe wohl darüber denken? Er wollte sie zu sich holen. Das habe ich aber verhindert. Das wäre ja wohl zu unpassend. Ich glaube schon, dass du recht hast. Aber Jolien, es wird für immer eine Schranke zwischen euch aufbauen. Die ist bereits da. Schon lange. Ja. So, ich muss fort. Lass es dir gut gehen, Anne. Du bist die Einzige, mit der ich wirklich reden kann. Liebe Jolien. Mr. Swithin in Forsyth, Madam. Ah, wie geht's, Anne? Jolien? Dich sieht man ja kaum in letzter Zeit. Wie ich hörte, hast du eine Menge Kummer gehabt. Nichts, was dich anginge, Swithin. Auf dein Interesse verzichte ich. Guten Tag. Er ist immer so aufbrausend. Du warst nicht besonders taktvoll, Swithin. Immerhin ist er doch mein Bruder. Das würde mir gerade noch fehlen, was? Taktvoll zu meinem Bruder sein. Du sitzt ganz alleine hier? Warum sind die anderen nicht da? Timothy ruht sich in seinem Zimmer ein bisschen aus. So, und wovon? Timothy hat sich schon immer nach dem Lunch hingelegt, um sich auszuruhen. Ja, der ist sehr besorgt um sich. Hester ist zu Besuch bei Mrs. Nicholas. Sie hat leider wieder mit dem Rücken zu tun. So ein Zufall. Mir geht es ebenso. Es kommt immer mal wieder hier an dieser Stelle. Julie wird bald wieder hier sein. Sie macht einen Spaziergang durch den Park. Schmisser, sehen Sie nur, dieses arme kleine Hündchen ist mir den ganzen Weg vom Park hierher gefolgt. Ach je, Madam, ein Hund. Er muss sich verlaufen haben und hungrig sein. Was sollen wir nur tun? Ach du armer kleiner Kerl. Soll ich ihm in der Küche was zu fressen geben lassen? Würden Sie das tun? Komm, mein Kleiner, komm mit. Psst, Vorsicht, Schmisser. Und beeilen Sie sich. Komm, mein Kleiner, komm. Julie? Oh, Timothy, hast du mich aber erschreckt. Warum? Was machst du für Dummheiten? Dummheiten? Ich habe eben einen Spaziergang durch den Park gemacht. Du solltest nicht allein durch den Park gehen, da kann alles Mögliche passieren. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich habe übrigens gelesen, dass auch Mr. Gladstone öfter einen Spaziergang im Park macht. Ja, ja, das ist du es. Anne sagt immer, dass Mr. Gladstone höchst anerkennenswerte Prinzipien hat, wie auch seine Politik sein mag, und dass wir ihn nicht verurteilen dürfen. Verurteilen? Ich würde ihn aufhängen. Oh, Timothy, mein Lieber, das ist aber gar nicht nett, so etwas am Sonntag zu sagen. Je besser der Tag, umso besser die Tat. Oh, der. Was ist denn das, ein Hund? Ja, weißt du, mein Lieber, da ist übrigens ein Hund, gleich um die Ecke in Nummer 9. Das ist doch nicht um die Ecke, das ist hier unten oh, im Timothy, Haus. Timothy, hör bitte mal. Julie, raus mit der Sprache. Hast du einen Hund gekauft? Natürlich nicht. Er ist mir nur aus dem Park gefolgt. Gefolgt soll er dir sein? Mhm. Und du hast ihn reingelassen? Mhm. Du musst den Verstand verloren haben. Der kleine Kerl war doch so dünn. Er ist in der Küche und bekommt was zu fressen. Hm. Dann scheint die Köchin auch den Verstand verloren zu haben. Wenn man einen Hund füttert, dann wird man ihn nie wieder los. Das möchte ich auch gar nicht. Was? Einen streunenden Hund? Wer weiß, ob der uns nicht noch Flöhe ins Haus bringt. Unsinn. Er ist ein wohlerzogener Rassehund. Na, woher willst du das wissen? Du kannst einen Hund nicht von deiner Fußmatte unterscheiden. Oh, Timothy, es war eine christliche Tat. Und wenn du in der Kirche gewesen wärst, würdest du nicht so reden. Hm. Dummes Zeug. Wenn du einen guten Rat haben willst, schaff den Köter aus dem Haus. Hunde, die Teppiche beschmutzen. Wo soll das hinführen? Und dass er mir nicht unter die Augen kommt. Hier bleiben. Bleibst du hier? Entschuldigen Sie, Madam, ist mir ausgerückt. So ein flinker Kerl. Ach, das macht ja nichts, Smither. Was für eine Rasse kann das sein? Wissen Sie das vielleicht zufällig, Smither? Sieht ein bisschen aus wie ein Yorkshire Terrier. Gutes kleines Hundchen.
Hat er schön aufgefressen? Alles, was er bekommen hat. Also, dann werde ich ihn mit nach oben nehmen. Was? In Ihr Zimmer? Ach, du liebe Zeit, was willst du Miss Ender zu sagen? Das mache ich schon. Na ja doch. Das muss hier im Haus sein. Julie! Allmächtiger, tatsächlich ein Hund. Hat Timothy ihn schon gesehen? Nein, aber er weiß, dass er hier ist. Hat er einen Anfall bekommen? Noch nicht. Er muss sich im Park verirrt haben und ist mir einfach nachgelaufen. Nachgelaufen ohne Aufforderung? Ich glaube, du wirst ihn wohl eingeladen haben. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, weil er so traurig war. Du solltest denken, bevor du sprichst. Hunde pflegen so etwas auszunutzen. Er freut sich jedenfalls, das kannst du doch wohl sehen. So eine Aufregung um dich. Ah, da lass dich doch mal ansehen. Das ist ja ein Weibsbild. Swissy, solche Ausdrücke solltest du in unserer Gegenwart gefälligst unterlassen. Ach, hab dich nicht so, Ann. Es ist eine junge Hündin. Lauf, du kleines Mädchen, sieh dich immer um. Leute, bitte, Julie, sorg dafür, dass das aufhört. Das ist ja unmöglich. Smither muss das Tier zur Polizei bringen, sofort. Nein, 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 komm nicht in Frage. Ich möchte ihn behalten. Ich meine sie. Wo ist Timothy? Ich möchte sehen, wie sie ihm ins Bein beißt. Los, 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 sie gehört los. Sie gehört mir. Komm, mein Hündchen. Was machst du, wenn sie Junge bekommt? 10-1, dass sie Junge bekommt. Unsinn, sie bekommt keine Jungen. So ein kleines Tierchen. Sie wird doch hoffentlich irgendeinen Wert haben. Ich an deiner Stelle würde mal annoncieren. Vielleicht bringt sie eine Belohnung. Also, Ann, dann werde ich mal wieder gehen. Nicolas wollte mich noch sprechen. Auf Wiedersehen, Julie. Wir beide machen bald mal eine Ausfahrt. Dann kutschiere ich dich im Galopp zum Tierheim. Oh nein. Da sitzt du und schweigst, Ann. Kleine Hündinnen, meine liebe Julie, sind unberechenbar. Das solltest du, weiß Gott, in deinem Alter wissen. Da wir jetzt allein sind, kann ich ja ganz offen mit dir sprechen. Sie bekommen zweifellos Nachwuchs. Ich möchte sie aber behalten. Behalten? Aber wir hatten doch noch nie einen Hund. Habe ich etwa verlangt, dass du dir einen anschaffen sollst? Ich möchte sie. Endlich möchte ich auch mal was Lebendiges haben. Ich meine, wenn ich sie nicht behalten kann, gehe ich einfach fort und nehme sie mit. Und dabei bleibt es. Du hast dringend eine Dosis Baldrian-Tropfen nötig. Sich gleich so fürchterlich zu alterieren. Du weißt doch genau, dass du nicht fortgehen kannst. Du hast doch überhaupt kein Vermögen. Also ist es ganz sinnlos, solche Dinge zu sagen. Gut, dann werde ich eine Annonce aufgeben und wenn der Eigentümer sich meldet, gebe ich sie ihm wieder. Meldet sich niemand, bitte ich Jolien um das Geld, denn er will nicht, dass du mich rumkommandierst. Ich denke, jetzt gehst du aber wirklich etwas zu weit. Ich hatte nie die Absicht, dich herumzukommandieren. Ich habe mich aufgeregt. Ich meine es nicht so. Sieh doch ein. Ich möchte nun mal so gern den kleinen Hund behalten. Meinetwegen, Julie. Es wird ein Opfer für uns alle. Aber wenn es dich so glücklich macht. Voraussetzung ist natürlich, dass wir James befragen. Wir müssen uns in Bezug auf die rechtliche Situation informieren. Momsen. Sir? Sagen Sie der Köchin, die Nachspeise war gut. Danke, Sir. Aber ich hätte sie gern gebräunter. Ja, Sir. Es war ausgezeichnet. Noch etwas, Winifred? Nein, danke, Mama. Übrigens bekam ich heute früh einen Brief von der Polizei. Die vorgeschriebene Zeit ist jetzt um und Julie kann ihren Hund behalten. Ach, wie schön. Obwohl ich nicht verstehe, was sie in ihrem Alter mit einem Hund will. Was hat sie sonst schon, die gute Alte? Monty, lass das. Was für ein Unfug. Warum konnte sie ihn nicht einfach so behalten? Musstet ihr euch denn bei der Polizei erkundigen? Sie hätte sich juristisch gesprochen eines Vergehens schuldig gemacht, falls sich der wirkliche Eigentümer gemeldet hätte. So haben wir alle Eventualitäten beseitigt. Das habe ich nicht anders von dir erwartet. Ja, ich glaube, die Sache hat sich erledigt. Hast du es ihr schon gesagt? Na, ich denke, wir fahren heute Nachmittag bei Timothy vorbei. Weiß er schon was davon? Willst du auch mitkommen, Shams? Ich bin leider verhindert. Ich muss einen Zug erreichen. Und wenn ich ihn nicht verpassen will, dann Zug? Muss ich... Zug? Was für ein Zug? Aber Liebe, du weißt doch sehr gut, welchen Zug. Ich habe es dir doch gesagt. Entschuldigt bitte. Ich bin morgen Abend zurück, Mutter. Ja, mein Junge. Danke, Wormsen.
Was ist das nur für eine neue Mode, an jedem Wochenende dorthin zu fahren? Das ist absolut natürlich, lieber. Du bist doch auch mal jung gewesen, vergiss das nicht. Was hat denn das damit zu tun? Ich wette 10-1, dass es um ein Mädchen geht. Mädchen? Welches Mädchen? Eine Miss Hiren, so heißt sie, glaube ich. Soames hat ein paar Mal von ihr gesprochen. Ach, das wird niemals was. Dieses Mädchen hat keinen Penny. Soames hat viel zu viel Verstand. Soames wird schon das Richtige tun. Darauf kannst du dich verlassen. Und jetzt überlassen wir euch eurem Glas Wein. Übrigens, da wir gerade von Geld sprechen, Winifred, ich habe die Absicht, wenn das Kind da ist, deinen Zuschuss um 300 zu erhöhen. Oh, James, liebe, das ist reizend. Oh, tatsächlich so? Wirklich großzügig? Das wäre mehr geworden, aber ihr wisst, dass ich in letzter Zeit eine Menge Extra-Ausgaben gehabt habe. Du hast versprochen, das nie wieder zu erwähnen. Winifred. Aber... Winifred! Monty! Bringt mich sofort nach Hause, schnell, Monty. Leute, nach Wormsen. Er soll anspannen lassen. Der Droschke nicht schneller? Hauptsache irgendein Fahrzeug. Wir wollen doch nicht, dass unser Kind auf der Straße geboren wird. Oh Gott, wie unmöglich, auf der Straße. Schnell, schnell, Monty. Ja, Verzeihung, Sir. Nein, warten Sie. Ist Mr. Soames schon gegangen? Ja, Sir. Da haben wir es mal wieder. Man muss ihn zurückholen. Herr, um Himmels Willen, wofür? Er hat hier zu sein. Was ist das für ein Unfug, James? Ich werde sofort telegrafieren. Wie hieß du wirst gar nichts tun. Lass ihn dort, wo er ist. Es gibt ganz und gar nichts, wofür wir Soames brauchen. Und dich ebenso wenig, James. Komm jetzt, Winifred. Setz dich in die Halle, bis die Droschke kommt. Danke, Wormsen, aber ich brauche Ihre Hilfe wirklich nicht. Vorsichtig, ganz langsam. Ach, das ist doch... So jung und so brillant. Finden Sie nicht auch? Ja, natürlich. Soames, ich glaube, Sie haben geschlafen. Nein, das ist unmöglich. Dazu hat er zu laut gespielt. Er ist großartig, nicht wahr? Ja, er hat eine große Fingerfertigkeit. Und diese Konzentration und Präzision. Bemerkenswert. Ja, aber diese Qualitäten haben alle guten Pianisten. Haben Sie nicht gefühlt, dass da mehr ist? Mehr? Dieses echte Gefühl... Der leichte Anschlag, das tiefe Verständnis für Beethovens Idee, aber es war noch mehr als das. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist dumm, etwas in Worte fassen zu wollen, das man entweder fühlt oder nicht. Aber ich glaube, ich spreche von Liebe. Liebe? Ja, das ist es. Eine große Liebe dem Werk gegenüber und der Musik. Es ist so stark in ihm, dass er imstande ist, den Zuhörer zu erfassen und mit einzubeziehen. Es ergreift von einem Besitz und man gibt sich hin. Ganz und gar, absolut. Und wenn es vorüber ist, dann fühlt man, dass man auch etwas gegeben hat. Und man ist glücklich. Klingt es dumm, was ich sage? Nein, gar nicht. Aber Musik? Mein armer Soames, da schwatze ich an Ihnen vorbei, während Sie mich so liebenswürdig ausführen, um Musik zu hören. Ich hoffe, ich darf Sie noch oft ausführen. Aber selbstverständlich. Und ebenso gern komme ich mit und sehe mir mit Ihnen Bilder an und lasse mir erklären, was Sie fühlen, wenn Sie einen Rembrandt sehen. Das heißt, falls es einen Rembrandt hier in Southwater gibt, was ich sehr bezweifle. Nein, aber es sind ein oder zwei Stubbs hier. Und ich glaube, irgendwo ist ein John Crome. Und wenn der Preis günstig Soames. Reden Sie nicht immer vom Kaufen. Nehmen Sie ein Stück Konfekt. Irene, ich muss heute Abend noch nach London zurück. Oh, so schnell? Aber ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Ich bekam ein Telegramm von meinem Vater. Hoffentlich nichts Schlimmes. Oh, nein, nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil. Das ist schön. Meine Schwester Winifred... Meine Schwester hat einen Sohn bekommen. Den ersten.
Sag, wann kommt ihr wieder mal zum Essen zu mir? Komm schon, George, nicht so langsam. Wir trinken noch einen. Auf dein Wohl, du tapferer Streiter. Also wenn du feierst, dann bis zum DZ. Ich habe heute auch das Recht dazu. Wie heißen Sie noch? Mayrick. Das nächste Mal feiern wir in deinem Club. Nimm dich gefälligst ein bisschen zusammen. Bitte noch zweimal dasselbe, Mayrick. Ja, Sir. Das ist ja eine unerhörte Sache. Scharsträuben. Da kann man seinen Verwandten zur Feier des Tages nicht mal einen Drink ausgeben. Mir tut es mehr weh, Monty, als es dir wehtut. Sagte der Gaul zu dem Jockey. Ich sage dir als Mann von Welt, du weißt, dass ich ein Mann von Welt bin, George, vergiss das nicht. Außerdem bin ich ein Ehemann von Welt. Du solltest auch bald heiraten, George. Oh nein, noch lange nicht. Ein tolles kleines Frauchen. Trink auf, Freddy. Trinken wir auf unsere... Ist ja eigenartig. Weißt du was, George, wir trinken noch einen. Gute Idee. Sowas kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Mann einen Sohn kriegt. Und verdammt noch eins, da ist noch ein Mann, der einen Sohn gekriegt hat. Das ist ein Zufall. Gratuliere, Forsythe. Entschuldigen Sie mich. Nein, Sie müssen sich hinsetzen und einen mit uns trinken. Alle müssen einen mit uns trinken. So einen Zufall gibt's nicht jeden Tag. Nein, gibt's nicht. Dein Freund ist ganz schön laut heute. Oh, für mich ist er nicht zu laut. Hey, Sie. Sie wollen nicht mit uns trinken, was? Oh, ja, da haben Sie ganz recht, kann man keinen Vorwurf machen. Sie haben natürlich kaum einen Grund, auf Ihren Sohn stolz zu sein. War wohl nicht ganz das richtige Schlafzimmer, was? Höre, Sie haben die Kleine geheiratet. Ziemlich dumm von Ihnen. Manieren, Darty, Manieren. Oh. Oh. Lass das, der frisst dich nur auf. Oh, danke, Mayrick. Ich hörte, Sie wollen den kleinen Bengel Jolly nennen. Kommt mir den Umständen entsprechend ein bisschen zynisch vor. Wie soll deiner heißen, Monty? Oh, nicht die geringste Ahnung. Freddy möchte was Distinguiertes, was Klassisches. Wie wär's mit Cäsar Augustus? Das ist doch ein blöder Scherz. Ich weiß einen guten Namen, Cato. Cato? Das ist doch kein Name. Ich habe gestern auf einen Gaul gesetzt, der Cato heißt, und einen Zehner gewonnen. Hey, Moment mal. Komm nicht und frage, dass ich meinen Sohn nach einem Pferd nenne, verdammt nochmal. Hier haben wir es. Hier in dem römischen Geschichtsbuch. Cato? Publius Valerius Cato von Virgil aus Lydia, wenn dir Cato nicht zusagt. Nein, das gefällt mir nicht. Dann nenn ihn doch Publius Valerius. Das ist ein Name, der den richtigen klassischen Ton hat. Publius? Ja, gar nicht schlecht. Das wird Freddy gefallen. Aber warum nicht James? Er würde sich der Großvater... Ah, nein, nein, nein. Der Name ist reserviert. Reserviert für wen? Ja. Du meinst, dass da inzwischen noch ein anderes Fohlen unterwegs ist? Nicht, dass ich wüsste, aber ich werde dir mal was verraten, George. Dieser Bursche, der Soames, der wandelt auf Freiersfüßen. Du meine Güte, wo bist du nur gewesen? Ich war spazieren, warum? Ja, davon wusste ich ja nichts. Hätte ich mich abmelden sollen? Ach, nun geh schon. Geh schnell nach oben und mach dich so hübsch wie möglich. Geh. Wieso, was gibt es denn? Mr. Forsythe ist hier. Soames. Ist das alles? Er ist extra gekommen, um dich zu sprechen. Geh wenigstens zum Spiegel und bring dein Haar in Ordnung. Und gib mir den Hut. Warum bist du denn nicht bei ihm? Weil Millie nicht da ist und ich den Tee machen muss. Steh da nicht rum, geh endlich rein und mach mich nicht nervös. Vergiss nicht, nett zu sein. Du kannst es, wenn du willst. Soames? Ich bin hier draußen. Ich wusste gar nicht, dass Sie in Southwater sind. Nein, ich... Es war ein Impuls. Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich, impulsiv zu sein. Wollen wir uns setzen? Warum nicht? Ich muss sagen, dass Sie recht haben. Ich bin nicht impulsiv. Ich denke, bevor ich spreche. Und ich denke noch einmal, bevor ich handle. Aber heute... Ja, heute scheint die Sonne und die Osterglocken sind aufgegangen. Es ist Frühling, Soames. Da können nicht einmal Sie widerstehen. Nicht mal ich. Ich bin ein Mann wie andere Männer. Aber vorsichtiger als die meisten. Das will ich doch hoffen. Wie ich eben Ihrer Stiefmutter sagte,
Wenn ich in meinem Beruf Erfolg habe, wie es auszusehen beginnt, dann kommt es daher, weil man mir vertraut. Man weiß, dass man sich auf mich verlassen kann. Ich bin diskret und wenn ich einen Rat gebe, bin ich sicher, dass die Fakten stimmen. Ein Anwalt, der diese Prinzipien hat und schwer arbeitet, muss Erfolg haben und wird viel Geld verdienen. Aber gewiss haben Sie Erfolg, Soames. Niemand würde das bezweifeln. Selbst jetzt ist es... Ich brauche wohl nicht fortzufahren. Eigenartig. Sie haben bis jetzt noch nie von sich selbst gesprochen. Das tue ich auch selten. Aber jetzt muss ich es. Zu Ihnen. Weil ich möchte, dass Sie über meine Position Bescheid wissen. Über die Position, die ich Ihnen bieten kann. Die Sie mir bieten können? Aber Irene, Sie müssen es gemerkt haben. Sie müssen doch wissen, dass ich Sie liebe. Vom ersten Moment an. Seit ich dort durch die Tür gekommen bin und sie zum ersten Mal sah. Es war, als ob ich sie mein Leben lang gekannt habe. 6 Monate lang habe ich an sie gedacht. Ich habe von ihnen geträumt, Tag und Nacht. Als ich dann zurückkam und sie wieder sah, so bildschön, schöner als je zuvor, da wusste ich genau, sie müssen einfach meine Frau werden. Ich kann ohne sie nicht leben. Irene, ich... Nein, Soames! Rühren Sie mich bitte nicht an. Irene! Warum war ich nur so töricht? Ich hätte es wissen müssen. Sie waren so aufmerksam und so gütig zu mir. Ich habe nie gedacht... Sie mussten es wissen. Ein Mann ist nicht grundlos aufmerksam zu einer Frau. Ich dachte, Frauen fühlen sowas instinktiv. Ja, sicher, sonst habe ich das auch. Andere Männer haben mich gewollt und ich... Und ich habe es immer gefühlt, so dass ich mich zurückziehen und sie entmutigen konnte. Aber bei Ihnen war das anders, weil ich nie etwas für Sie empfinden konnte. Was, gar nichts? Nein. Und deshalb ist es unmöglich, dass wir jemals heiraten. Nein, das kann ich nicht glauben. Sie müssen es. Ich werde Ihnen Zeit lassen. Sie wissen jetzt, dass ich Sie liebe. Nein. Es tut mir leid, wenn ich Sie verletzt habe. Verzeihen Sie. Ich bewundere und respektiere Sie. Sie werden ein guter Ehemann sein, aber nicht für mich. Wenn es anmaßend klingt, Soames, bitte vergeben Sie mir. Ich habe sämtliche Entscheidungen selbst treffen müssen seit meiner Kinderzeit. Ich weiß sehr wenig von Liebe. Aber denken nicht alle Mädchen daran? Manche denken zum Beispiel an nichts anderes. Ich bin nicht eine von denen, aber ich habe eins gelernt. Wenn ein Mann sich für eine Frau interessiert, merkt es die Frau, weil in ihrem Inneren irgendetwas darauf anspricht. Wer immer es auch ist. Wenn er beharrlich ist, kann sich die Frau über ihre Gefühle klar werden. Und wenn sie dann merkt, dass sie ihn liebt und außerdem noch bewundert, wird sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um diesen Mann zu bekommen. Er muss also beharrlich sein. Ja. Wenn aber eine Frau gar nichts empfindet, wird seine Beharrlichkeit auch nichts nützen, verstehen Sie? Ganz und gar nicht. Ich glaube, dass nur wenige Frauen etwas von Liebe wissen, bevor sie nicht verheiratet sind. Ja, und welches Risiko sie da eingehen? Ich bin sicher, dass es möglich ist, das vorher zu wissen. Soames, wissen Sie noch, was ich bei dem Beethoven-Konzert gesagt habe? Natürlich. Ich erinnere mich noch an jedes Wort, das Sie sagten. Als ich von Liebe gesprochen habe, haben Sie mich offenbar missverstanden. Denn ich meinte doch nur die Musik. Aber Ehe muss mir mehr sein als Musik. Viele hundertmal mehr, sonst würde ich lieber allein bleiben. Ich habe es schon mal gesagt. Und ich wiederhole es. Ich kann und will Ihre Einwände nicht akzeptieren. Heute nicht und niemals. Machen Sie es uns doch nicht so schwer. Ich kann nicht Ihre Frau werden, Soames. Wir werden sehen. Ich begreife dich wirklich nicht, Kind. Ich glaube, du weißt gar nicht, was du tust. Einen Mann einmal abzuweisen ist vollkommen passend. Beim ersten Mal sollte man es im Grunde auch aus Klugheit machen. Aber zweimal? Willst du der Vorsehung in den Arm fallen? Musik.
Ja, denk ja nicht, dass ich mich zu seinem Anwalt machen will. Er ist mir nicht recht geheuer, viel zu verschlossen und maulfaul. Aber eins sage ich dir, Kindchen. Wenn du ihn nicht nimmst, bist du ein Dummkopf. Ja, er ist reich. Und bevor der am Ende ist, darauf kannst du dich verlassen, wird er stinkreich sein. Das ist ja bezaubernd und so wertvoll, was du für ein Glück hast. Du denkst doch nicht im Ernst daran, dass ich das behalten soll. Warum solltest du es nicht behalten? Warum nicht? Ich glaube, du weißt sehr gut, warum nicht. Das wird sofort zurückgeschickt. Ich liebe sie, Irene. Nichts kann mich davon abhalten, sie zu lieben. Ganz gleich, welche Bedingungen sie stellen, ich werde mich danach richten. Aber sie müssen meine Frau werden. Ich werde erst aufhören, sie zu fragen, wenn sie mir ihr Ja-Wort gegeben haben. Langsam verliere ich die Geduld mit dir. Du sitzt da und spielst Klavier. Es ist das, was ich am liebsten tue. Unsinn. Nur ein Wort von dir und du bist die Herrin eines feinen Hauses in London. Hast Dienstboten, so viel du willst. Elegante Kleider, Juwelen, eine eigene Kutsche. Du gehst ins Theater, in die Oper. Die Londoner Gesellschaft wird dich mit offenen Armen empfangen. Und hast einen Mann, auf den jeder andere stolz sein würde. Kannst du mir endlich einmal erklären, was du gegen ihn hast? Nichts. Na, aber irgendwas muss dich doch an ihm stören. Nein, gar nichts. Alles stimmt, was du gesagt hast, aber... Du liebst ihn nicht? Nein. Dann solltest du es schleunigst lernen. Ich muss dir offen sagen, Irene, ich bin nicht gewillt, dich ewig bei uns zu behalten. Schließlich bist du nicht mein Kind. Gott sei Dank nicht. Du wagst so etwas zu sagen. Nach all der Mühe, die ich mir mit dir gegeben habe. Schweigen wir darüber, ich verlange keinen Dank von dir. Wie du weißt, läuft unser Mietvertrag in 6 Monaten aus und wir werden nach Bradford ziehen. Mr. Lomax hat dort geschäftliche Möglichkeiten. Natürlich kannst du auch mit uns kommen, wenn du willst. Danke, ich werde nicht mitkommen. Aber du hast etwas vergessen. Solange du nicht 21 bist, bin ich dein Vormund. Ich habe es nicht vergessen. Als ich vorhin sagte, du kannst es dir überlegen, meinte ich natürlich, entweder du heiratest oder du ziehst vorläufig mit uns nach Bradford. Nein. Ich wäre bereit, mich mit deinen Launen herumzuärgern, bis du volljährig bist. Aber von da ab ist deine Zukunft deine Sache. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie die aussehen wird. Ich will nicht bei euch wohnen. Wie ich dir schon sagte, die Wahl bleibt dir überlassen. Aber nimm doch Vernunft an, Kind. Eine solche Chance kommt so bald nicht wieder. Glaub mir. Du trittst sonst dein Glück mit Füßen. Du weinst? Nicht doch, hör auf, mein Kleines, was soll denn das? Du hast doch gar keinen Grund zum Heulen. Ach, du bist doch viel zu hübsch, um wegen so eines Burschen in Tränen auszubrechen. Der ist das gar nicht wert, darauf gebe ich dir mein Wort. Ein kaltschnäuziger Kerl, der nur Paragraphen im Kopf hat, das ist nicht der richtige Mann für dich. Und das weißt du ganz genau, nicht wahr? Deshalb willst du nichts mit ihm zu tun haben. Was meinst du, wie gut ich dich verstehe? Mit Geld kann man nicht alles machen, was? Nein, lauf nicht weg. Und kümmere dich nicht um meine Frau. Die weiß nicht, was in dir steckt, aber ich weiß das gut. Bitte lassen Sie mich los. Nein, kommt ja gar nicht in Frage. Du bist zur Liebe wie geschaffen. Du brauchst einen Mann, der dich weckt. Einen richtigen Mann, der weiß, was ein Mädchen wie du braucht. Und ich werde dafür sorgen, dass du das bekommst. Vergiss diesen Foresight. Du kommst mit uns in den Norden, mein Liebling, und wir beide werden sehr glücklich werden. Was, ja? Irene, was ist passiert?
Rini. Was ist denn geschehen? Soames. Ich liebe sie nicht. Und ich glaube, ich werde sie niemals lieben. Aber in einem ihrer Briefe haben sie gesagt, wenn ich Bedingungen stellen würde, wären sie damit einverstanden. Dabei bleibe ich auch. Halten Sie es für möglich, mit Bedingungen und Vorbehalten zu heiraten? Kann das gut gehen? Ich weiß es nicht, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Was verlangen Sie von mir? Wenn ich Sie wirklich heirate, Soames, dann werde ich mich bemühen, Ihnen eine gute und liebevolle Frau zu sein, wie Sie es von einer Ehefrau erwarten. Aber nur unter einer Bedingung. Ach, ich habe kein Recht, Ihnen das aufzuzwingen. Ich durfte es nicht. Aber ich muss Sie stellen. Wenn ich versage... Sie werden nicht aber versagen. Aber wenn es so sein sollte, dann werde ich Sie bitten, dass Sie mich freigeben. Ich soll Sie... Sie sollen mir meine Freiheit wiedergeben. Das ist alles, was ich von Ihnen verlange. Sie müssen mir jetzt versprechen, dass Sie mir den Wunsch erfüllen, wenn ich Sie darum bitten sollte. Würden Sie mir das schwören? Ich schwöre es. Bei meiner Ehre. Dann bin ich bereit, Ihre Frau zu werden. Mit diesem Ring mache ich dich zu meiner Frau. Mit diesem Ring mache ich dich zu meiner Frau. Ich werde dich lieben und ehren. Ich werde dich lieben und ehren. Und alle meine weltlichen Güter mit dir teilen. Und alle meine weltlichen Güter mit dir teilen. Was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden.